Es gibt mal wieder heiße Neuigkeiten in der Minecraft-Konsolenszene. Da Microsoft Studios jeden Montag eine Minecraft-Serie namens Minecraft Monday streamt, wo sie alle unterschiedlichen Fragen beantworten, wurden einige Fragen bezüglich des nächsten Updates beantwortet. Nun wurde nämlich von Roger Carpenter, eine Führungskraft im Bereich aller Konsolen von 4J Studios, die Banner offiziell bestätigt. Dazu hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Stream. Ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht, das Wichtigste zu übersetzen, damit wirklich jeder versteht, was er da sagt. The last live stream, but what happened to banners? They've been asking me this all day, yes. Banners. Well, we know they're on the Java version. Eventually, we do hope to bring them. Yeah. No, nothing to say at this stage of when or what or how, but yeah. I think we'd like to bring banners over to console. Nun, da die Banner für die Zukunft bestätigt sind, kamen viele Fragen, was denn im nächsten Update noch alles vorhanden sein wird. Diese Frage beantwortete er folgendermaßen. There will be bug fixes, features. We continue to work on battle and improve and change and tweak stuff as we receive feedback. We just got a big update to that. So that we continue, the battle is not the only minigame we are working on. But I can't give you any details of what's coming next. So that will be in a title update soonish. Nice. Some more minigamey stuff. Yeah, eventually there will be some more Minecraft stuff too. It's not that we don't work on Minecraft stuff. We are always working on Minecraft stuff. But again, we don't release it until it's ready. Yeah. In some ways, it gets a little bit harder as we go on because we work across so many different versions of the console. It's definitely made it. Bugfixes, Features wie Optimierungen für den Battle Mode und das nächste Minigame sollen also sehr bald kommen. Ebenfalls sagt er, dass sie zurzeit an neuem Zeugs für Minecraft arbeiten, es aber erst releasen, wenn es fertig ist. Außerdem sagt er, dass es bestimmte Sachen gibt, die sehr schwer einzubauen sind, was daher noch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. Was mich allerdings hierbei sehr gefreut hat, ist, dass sie den Battle Mode nicht so wie er ist stehen lassen, sondern wie er sagt, dass sie dort sehr häufig auf Feedback eingehen und so oft wie möglich neues Zeugs wie Waffen oder sonstige Features hinzufügen. Ebenfalls wurde meine Vermutung bezüglich des Release-Dates der 1.9 und des neuen Minigames somit aufgelöst. Das bedeutet, dass das nächste große Update mit hoher Wahrscheinlichkeit die 1.8-Version vervollständigt und gleichzeitig ein neues Minigame released. Das 1.9 Combat-Update wird wahrscheinlich etwas mehr Zeit brauchen und somit wahrscheinlich Ende des Jahres oder sogar erst nächstes Jahr erscheinen. So beinhaltet das nächste große Update nicht wie vermutet die 1.9-Version, sondern das nächste Minigame. Was das für ein Minigame sein wird, ist allerdings unklar. Was jedoch feststeht ist, dass dieses Minigame wieder völlig kostenlos sein wird, genau wie die ersten Maps für dieses Spiel. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne eure Wunsch-Minigames in die Kommentare schreiben und fleißig diskutieren, was denn wohl das nächste Minispiel sein wird. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, falls es wieder irgendwelche Neuigkeiten zum Minigame oder allgemein zu dem neuen Update gibt und werde dann natürlich wieder sofort ein Video hochladen. Falls du neu bist und immer auf dem neuesten Stand bleiben möchtest, was die Updates der Konsole angeht, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren oder mir einfach auf Twitter folgen, da werde ich dann vor Videos immer die neuesten News zum Update posten. An dieser Stelle wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann.